Tag nach Wohnen zurück, sind heute zu Gast bei Herrn Peter-Jürgen Stäb in Michelbach. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Und Herr Stäb, Sie sind Schriftsteller, haben jetzt mittlerweile Ihr 7. Buch rausgebracht. Aber möchten Sie uns einmal was über Ihre Person erzählen, wie Sie zum Schreiben gekommen sind? Ja, gerne. Also angefangen hat alles schon vor vielen Jahren, als ich noch in der Diakonie Bad Kreuznach gearbeitet habe, in Meisenheim im Bodelschwingzentrum. Da habe ich erste Gedichte verfasst und beeinflusst war ich, wie auch heute noch, von Heinz Erhardt, dem seine Art und sein Humor hat mir gut gefallen. Und darüber hinaus gefällt mir halt auch der schwarze englische Humor sehr gut. Ich habe damals immer in den Nachtdiensten schriftstellerische Werke kreiert und die wurden damals auch veröffentlicht in Zeitungen, in verschiedenen Publikationen und irgendwie ist das dann eingeschlafen durch berufliche Tätigkeiten, Familie und so weiter, Umtriebigkeiten hatte ich dann keine Zeit und wahrscheinlich auch nicht die Muse, weil man wird ja dahin getrieben zum Schreiben. Und das hat sich dann im Alter jetzt nochmal entwickelt, weil ich vor 2,5 Jahren ungefähr durch eine, ich sag mal, ungute Situation krank wurde. Ich hatte einen Krebs mit Querschnitt, dann durch Metastasen an der Wirbelsäule. Und da habe ich eine lange Krankenhauskarriere hinter mir und in dieser Zeit hat man ja viel Zeit. Also erwachte in mir wieder der Schriftsteller und Autor und Märchenerzähler und da begann ich mit Hilfe vom Tablet so mich kreativ zu betätigen. Das war halt sehr gut und hat sich schnell rumgesprochen und dann habe ich natürlich versucht irgendwie das auch zu veröffentlichen, weil wenn man ja irgendwas erschafft oder erschaffen hat, dann ist es ja auch gut, wenn es die Öffentlichkeit erfährt und man nicht nur alleine mit seinem Erschaffenen da sich freut, sondern hofft, dass man auch Anerkennung kriegt, wie andere Künstler auch. Und das brachte mich dann dazu, die Werke zu veröffentlichen. Ich bin also Selbstvermarkter und fand einen Weg, wie man quasi ohne finanziellen Aufwand auch Bücher veröffentlichen kann. Das ist ganz wichtig, das zu wissen, wie das funktioniert. Und da habe ich dann letztendlich auch ein Buch geschrieben oder einen Ratgeber, wie ich es schaffte, Bücher zu veröffentlichen, ohne einen Cent zu investieren. Das geht. Denn viele meiner Leser haben mich gefragt, wie machst du das? Ich schreibe seit Jahren und weiß nicht, wie ich es veröffentlichen soll. Und das war so ein Antritt für dieses Buch, was auch als E-Book gibt. Und so kam dann zuerst meine Leidenschaft, da habe ich ein paar lyrische Bände geschrieben. Staunende Gesichter war das erste, das auch großen Anklang fand. Und als zweites habe ich die Bibel mir mal vorgenommen. Wer glaubt denn sowas, heißt das Buch. Und da habe ich die bekanntesten biblischen Geschichten in Reimform, humorvoll, kritisch, lustig, auf den Punkt gebracht geschrieben. In dieser Form gab es sowas noch nicht. Das hat auch der Südwestfunk erkannt und lud mich zur Landesschau ein deswegen. Und auch da sagte ich schon, dieses Buch gehört in jeden Religionsunterricht. Wer das durchgelesen hat, der kennt sich aus. Ja, durch meine Krankheit, das war halt alles ungut gelaufen, weil ich war zur Zeit beruflich engagiert in Bulgarien mit einer Gruppe von beeinträchtigten Menschen. Ich war da Teamleiter und das war die Ferienfreizeit. Und da musste ich dann ins Krankenhaus. Bin also quasi als Gehender dahin und bin als Querschnittsgelähmter da rausgekommen, wurde heimgeflogen und Wochen später bekam ich dann die Diagnose. Für mich war das jetzt zwar ein harter Schicksalsschlag, aber ich glaube, dass meine Familie viel härter daran trägt wie ich selbst, weil das ganze Leben hat sich ja von heute auf morgen verändert. Und jetzt ist es halt gar nicht so einfach,
als Mann, der immer sitzen muss oder liegen muss, sich zu beschäftigen. Weil ich habe das im Krankenhaus gesehen, ich habe das in der Reha gesehen. Viele Menschen wissen gar nichts mit sich anzufangen. Die Hobbys, die sie hatten, können sie nicht mehr machen und da verfällt man leicht in Depression. Und das habe ich gar nicht zulassen wollen, weil ich habe noch nie negative Einflüsse auf mich einwirken lassen. Ich habe immer nach vorne geguckt. Und das war auch so. Also das Erste, was ich wissen wollte, ist, was steht mir jetzt als pflegebedürftige Person zu? Also habe ich das Pflegereformgesetz auswendig gelernt. Das hat sich sehr schnell rumgesprochen und so kamen fast jeden Tag ein, zwei Leute zu mir ans Bett und haben gesagt, hör mal, wo hast du denn so einen tollen Rollstuhl her zum Beispiel oder wie bist du da in die Reha gekommen? Und viele Leute wissen nicht, welche Ansprüche haben, wie sie sich äußern sollen. Und ich habe ja Gott sei Dank noch meine kommunikativen Fähigkeiten und das, was da oben im Hirnkasten drin ist, also das ist ja ein Sammelsurium von Informationen, die müssen nur geordnet werden, dann kommt da auch mal was Gescheites raus bei. Aber die Leute kamen zu mir ins Zimmer und haben mich gefragt und da ist mir halt auch aufgefallen, Leute, die jetzt, wo das Sprachzentrum nicht mehr funktioniert, die sich nicht äußern können, Schlaganfallpatienten und solche Leute, die fallen total durch das Raster, weil sie selbst nicht ihre Wünsche äußern können und die Sozialdienste in den Einrichtungen, die sind ja total überfordert. Und auch die Angehörigen wissen natürlich auch nicht, was da auf sie zukommt und wie sie reagieren sollen, was sie machen sollen. Und das war der Anlass für mich, einen Blog zu schreiben. Pflegeblog heißt das. Und da habe ich alle Informationen, die wichtig sind für jeden, zusammengefasst und knapp auf den Punkt gebracht. Also im Prinzip vom Gesundheitsministerium kriegt man ja Informationen über Pflegegrade und so weiter. Das sind über 300 Seiten. Eigentlich bräuchte man nur 30. Ja? Und so habe ich das heruntergebrochen und man kann ja auf dem Pflegeblog kann man sich ein Gratis-E-Book darunterladen. Da sind alle Informationen drin, Fragen vom MDK, wie komme ich in die Pflegestufe und alles Mögliche. Herr Steb, Sie haben auch eine eigene Website, ja, www.peterstelp.de, und dort können sich Leute immer wieder aktuelle Informationen einholen. Was genau berichten Ja, Sie denn dort? also die Peter-Stäb-Seite, die beschäftigt sich hauptsächlich mit meinen Büchern. Da habe ich alle Bücher drin veröffentlicht mit Leseproben oder mit Informationen. Die Bücher sind in der Regel als Taschenbuchausgabe und die meisten auch als E-Book zu erhalten. Und wer möchte das besondere Geschenk, der kann über meine Seite auch die meisten Bücher mit einer persönlichen Widmung bestellen. Da habe ich also extra einen Link dafür. Man kann auch über den Menüpunkt E-Books zu dem Gratis-E-Book vom Pflegeblog kommen. Der Pflegeblog ist eine andere Seite, die ich betreibe, um einfach die Leute zu informieren, die Hilfe benötigen und denen es zu beschwerlich ist, einfach die Gesetzestexte mal rauszufiltern, um an die wichtigen Informationen zu kommen. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass man weiß, steht mir überhaupt ein Pflegegrad zu? Da habe ich zum Beispiel einen Pflegegradrechner drin, da ist man in 10 Minuten durch und dann weiß man, habe ich eine Chance auf einen Pflegegrad oder nicht. Ja, und auch was die Freizeitgestaltung angeht. Es das heißt ja nicht, dass ich als querschnittsgelähmter Rollstuhlfahrer jetzt darauf angewiesen bin, zu Hause zu bleiben. Nein, es gibt ja mehrere Einrichtungen, Pflegehotels, es gibt mittlerweile Kreuzfahrten für Rollstuhlfahrer, es gibt Unterkünfte, die einen ambulanten Pflegedienst haben, wo man Kurzzeitpflege machen kann. Also das ist alles da drauf und wird auch immer wieder aktualisiert. Neue Gesetzestexte und so weiter. Wenn die Summen sich verändern, also jeder einzelne Pflegegrad ist beschrieben, was kriege ich da, wie viel Pflegegeld, wie viel Sachleistungen, Hilfsmittel. Ich habe also auch Videos drin über meine Person, wie nutze ich einen Treppenlift, wie funktioniert die Treppensteighilfe, wie nutze ich ein Rutschbrett und so weiter, dass die Leute auch sich mal informieren können darüber. Ja, und das ist also jetzt sozusagen Hobby, da ist alles kostenlos. Über meine Bücher, die muss man bezahlen und irgendwas muss man ja leben. Ne? Genau.
Herr Steeb, Anfang September ist Ihr siebtes Buch Mord im Schlagschatten rausgekommen. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was von dem Buch. Um was geht es in dem Buch? Ja, also Mord im Schlagschatten. Viele Leute können mit dem Wort Schlagschatten was anfangen, aber viele auch nicht. Ich lese mal gerade hier die Info von der Rückseite des Buches vor. Mord im Schlagschatten, ein Hunsrück-Krimi von Peter-Jürgen Stäb. Die Hunsrücker haben sich an das Leben im Schlagschatten gewöhnt. Fast 300, teils über 200 Meter hohe Windkraftanlagen sorgen bei entsprechendem Sonnenstand für sekundengetaktete, immer wiederkehrende Schlagschatten durch die Rotorblätter der Windräder. Hell, dunkel, hell, dunkel. Diese sind unselten über 1000 Meter weit zu sehen. Und genau am Fuße der Michelbacher Windkraftanlage wird das erste bestialisch getötete Mordopfer entdeckt. Das wird nicht das letzte sein. Gelingt es dem Ermittlertrio Lea Leindecker, Felix Brandstätter und Hauptwachtmeister Schneider, den grausamen Fall zu lösen und die Hintergründe aufzudecken? Spannend, dramatisch, flüssig erzählt, mit Erotik gewürzt und deftigem Humor garniert. So, wie man sich den Hunsrück vorstellt. Das ist so eine Info zum Buch und ich hatte einfach mal Lust auf einen Krimi, der nicht im Dunkeln spielt, wenn was passiert, sondern wo alles bei Tage abläuft. Und wichtig war mir halt, dass es mal hier was passiert. Ja, sonst wird ja immer nur sonst wo gemordet. Und dann habe ich Michelbach als Ursprungsort gewählt, weil da wohnen ja noch knapp 180 Leute, da kann es gar nicht so viele Todesopfer geben, wie in der Stadt. Aber Hintergedanke war, dass es ein Thema ist, was den ganzen Hunsrück bewegt und betrifft. Und dass man als Hunsrücker sich da reindenken kann, weil alle Lokalitäten bekannt sind. Also jeder weiß oder war schon mal das, was ich in dem Buch schreibe. Und die, die nicht Hunsrücker sind, die sollen neugierig werden auf den Hunsrück. Das war die Intention und deswegen hatte ich da mal Lust auf den Krimi, der jetzt hier im Rhein-Hunsrück spielt. Herr Steeb, am 7. Dezember hatten Sie hier in Michelbach eine Vorlesung, eine Lesung von Ihrem Buch in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Michelbach. Ja. Wie ist es denn so gelaufen? Wie war denn Ihre Erfahrung? Wie war denn das Erlebnis? Ja, das war eine sehr schöne Erfahrung, weil es war ein voller Erfolg. Das Buch wurde ja offiziell vorgestellt hier im Sozialraum, der auch natürlich barrierefrei ist, dass ich reinkomme. Und die Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Michelbach, hat die Veranstaltung vorbereitet, hat für die Bewirtung und die Gemütlichkeit gesorgt, für Essen und Getränke und der Erlös war auch zugunsten der Feuerwehr, das heißt die Eintrittsgelder und auch die Marge aus den Büchern, die ich habe, wurde der Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Und das ist auch Anlass für mich, weil es waren zahlreiche Besucher da, ich glaube um die 40, anderen Vereinen das auch anzubieten, so dass ich mich für die Vereine engagiere und sage, haltet mal eine Lesung mit mir. Ihr bekommt die Eintrittsgelder und könnt da einige Euros für eure Vereinsarbeit generieren, vielleicht auch neue Mitglieder. Wie das genau funktioniert, könnt ihr auf meiner Homepage lesen. Da habe ich extra einen Menüpunkt Lesung für Vereine unter www.peter-stäb.de. Da findet ihr das und da könnt ihr mich kontakten und da kann man gerne was ausmachen. Das ist eine Veranstaltung, die mal anders ist wie andere herkömmliche. Und man hat relativ wenig Aufwand und kann am Aufwand gemessen relativ sehr viel herausholen. Das ist so mein Antritt in diesem Bereich. Herr Steeb, Sie haben sich was ausgedacht für unsere Community. Was hatten Sie denn für eine Idee? Ja, also ich werde der Community Timeline Hunsrück zwei von den neuen Roman geben, also von dem Krimi Mord im Schlagschatten und zwei von den Wer glaubt denn sowas mit den lustigen Versen aus der Bibel, die ja eigentlich in jede Unterrichtsstunde gehören und in jeden Konfirmandenunterricht. Ja,
Und der Krimi gehört in jedes Bett abends mit Taschenlampe unter der Bettdecke. Die Teilnahmebedingungen lesen Sie über den Beitrag und ich wünsche viel Glück. Herr Steeb, wir bedanken uns recht herzlich für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie uns die Bücher zur Verfügung stellen. Und ja, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank. Ich danke auch.